He used the stones again. Hey. We'd be going in short-handed, you know? Look, he's still got the stones, so... So let's get him. Use them to bring everyone back. Just like that. Yeah, just like that. Even if there's a small chance that we can undo this, I mean, we owe it to everyone who's not in this room to try. If we do this, how do we know it's gonna end any differently than it did before? Because before you didn't have me. Hey, new girl. Everybody in this room is about that superhero life. And if you don't mind my asking, where the hell have you been all this time? There are a lot of other planets in the universe. And unfortunately, they didn't have you guys. I like this one. Let's go get this son of a bitch. Und das war sie. Das war einer der allerersten Minuten zu Avengers Endgame. Den Film, auf den wir alle warten und der uns schon in ungefähr 2 Wochen erreichen wird. Dieser Clip wurde nämlich zum allerersten Mal vor ein paar Stunden in der amerikanischen Sendung Good Morning America gezeigt, die ja schon öfters dafür bekannt ist, dass welche News bzw. Trailer und neue Clips zu beliebten Marvel-Filmen veröffentlicht werden, so wie es auch zuletzt bei Captain Marvel war, denn dort wurde erstmal ein Trailer zu Captain Marvel gezeigt. Und diesmal war es, wie ihr sehen könnt, der allererste offizielle Clip aus dem Film, der uns von Marvel bereitgestellt wurde und der, glaube ich, auch einer der allerletzten sein wird, beziehungsweise zu dem wirklich nicht mehr folgen wird. Was uns dieser Clip mitgeteilt hat, war wirklich sehr interessant. Des Weiteren erklärt uns dieser Clip auch sehr gut, beziehungsweise er verdeutlicht uns gut, in was einer Zeitspanne bestimmte Ereignisse geschehen werden, was die Ziele von den Avengers sind, und dazu kommt auch noch, dass wir diese Szenen, die wir hier gezeigt bekommen haben, mit den restlichen Trailern zu Avengers Endgame nochmal gut verbinden können. Alles, was jetzt in diesem Clip passiert ist, werden wir jetzt wieder in diesem Video besprechen und genauer analysieren, was für eine Bedeutung sie haben könnten, mit was für Szenen sie zusammenhängen, die wir bereits gesehen haben und vieles mehr. Vergesst des Weiteren auch auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren, um keine News und Infos als auch Theorien zu dem Marvel Cinematic Universe als auch natürlich Avengers Endgame mehr zu verpassen. Let's go! Also nochmal ein kurzes kleines Recap, was überhaupt jetzt in dieser ersten Minute passiert ist und was sie uns objektiv erzählt. All unsere Avenger bzw. Helden, die den Schnipser von Thanos überlebt haben, sind hier gerade im Avengers Hauptquartier und bemerken gerade, dass Thanos wieder die Infinity-Steine benutzt hat, was ihnen natürlich verrät, wo er sich gerade befindet, da die Infinity-Steine einfach eine solch starke Spur hinterlassen, wenn man sie einmal benutzt. Daraufhin werden die ersten schon mal sehr energisch und Charaktere wie Black Widow erwähnen sofort, dass sie jetzt hinter ihm hergehen müssen und sie sich nochmal versuchen müssen, Thanos zu stellen, weil sie sehen schuldig sind, die gerade nicht hier im Raum sind. Sprich, um die verlorenen Helden und ihre Freunde zu rächen und das ganze Geschehen wieder rückgängig zu machen. Daraufhin kommen dann aber wiederum Charaktere zu Wort, wie eben Bruce Banner, der noch vorsichtig an die Sache rangehen möchte und noch mit klarem Kopf über die Sache nachdenkt und auch reinwirft, dass sie einfach mit einem Nachteil in diesen ganzen Kampf gehen würden. Womit er auch nicht ganz Unrecht hatte, da halt wirklich die Hälfte von ihnen verschwunden ist. Und dazu kommt, dass ein Teil der Überlebenden, wie zum Beispiel Iron Man oder Nebula, noch nicht einmal zurück zur Erde gefunden haben. Womit diese eigentlich nicht helfen könnten. Captain Marvel leistet hier Widerspruch, die hier in der Szene natürlich mit dabei ist. Das wurde uns ja schon in der Post-Credit-Szene von Captain Marvel geteased, dass sie nach dem Schnipser so schnell wie möglich wieder auf der Erde war und nur wirklich ein paar Tage vergangen sind, bis sie wieder zurück auf die Erde gefunden hat. Und wie wir sie eben schon in Captain Marvel kennengelernt haben, zeigt sie hier eben wieder ihren hitzköpfigen Charakter und dass sie eben das macht, was sie will, und bringt hier eben einfach das Argument, dass sie es diesmal einfach nochmal versuchen müssen und sie einfach nur gegen Thanos verloren hätten, da sie einfach noch nicht mit dabei war. Was theoretisch ja auch ein gutes Argument ist, denn wie wir wissen, ist Captain Marvel zurzeit wirklich der allerstärkste Charakter im ganzen MCU. Auf diese freche Antwort erzürnt Rhodey, also War Machine, auch ein bisschen und stellt ihr dann auch einfach die Frage, die sich wirklich jeder Zuschauer auch gestellt hat, wo sie eigentlich die ganze Zeit über war. Weshalb hat sie denn bitte nicht geholfen? Und hier bringt sie einfach das Argument, dass andere Planeten eben nicht ihre eigenen Avenger haben und es dort keine Truppe gibt oder keine Helden, die sie vor jeglichen Gefahren schützt. Wir haben das ja schon in den letzten Videos besprochen, dass Captain Marvel sozusagen einfach der Avenger für das ganze Universum ist und nicht fest nur auf der Erde agiert und dort die Menschen beschützt. Kurz zum Ende kommt dann auch die berühmte Szene von Thor, die vielen bei den Trailern sehr gehypt hat, beziehungsweise die meisten hypen sollte, in der er versucht, Captain Marvel zu testen, indem er einfach Stormbreaker in der Nähe ihres Kopfes einfach beschwört, sie so gut wie gar nicht zuckt und er erwähnt, dass er sie mag.
Daraufhin kommt dann auch die allerletzte Szene mit Captain America, wie er auf den Standpunkt von Thanos gerade schaut und auch wortwörtlich beschließt, Thanos niederzustrecken. Und dies ist wirklich besonders interessant, da dieses Wort aus dem Mund von Captain America kommt, der sich normalerweise über solch eine Wortwahl beschwert. Aber wenn man mal über die ganze Situation nachdenkt und was überhaupt vorgefallen ist, kann man es ihm wohl verzeihen. Wie euch aber womöglich auch schon aufgefallen ist, ist eben diese Szene, die wir hier gezeigt bekommen, auch wirklich sehr, sehr großer Bestandteil einfach von den Szenen, die wir in den Trailern zu Avengers Endgame bekommen haben, besonders eben den Special Look Trailer, der zuletzt erst erschienen ist. Dies ist aber auch nur selbstverständlich, dass man wirklich nur von diesem Part des ganzen Films viele Szenen hier mit reinschneiden möchte und sie besonders klug verteilt, um auch so wenig wie möglich den Film zu spoilern. Die Szenen von Bruce Banner, Rhodey, Captain Marvel, Thor und Black Widow, als auch noch ihre kleine Ansprache am Anfang, jedenfalls ein kleiner Teil davon, haben wir alle gesehen, nur jetzt haben wir einen kompletten Zusammenschnitt davon bekommen. Den Plan also wieder Thanos zu begegnen und einen Kampf gegen ihn auszurichten, fängt also wirklich schon sehr kurze Zeit nach dem Schnipsel an. All unsere Helden haben eben den Look, den sie eben zu Ende von Infinity War hatten und dazu kommt eben auch, dass Captain Marvel zu ihnen gestoßen ist. Jedoch wird das nicht der einzige Kampf sein, den wir gegen Thanos in den Film wohl bekommen werden. Wenn unsere Helden nämlich direkt schon am Anfang des Films einen Kampf gegen Thanos ausrichten möchten, heißt es nämlich, dass das Team, was wir schon im Special Look Trailer sehen konnten, das Team, was in der Benatar sitzt, zusammen mit Rocket, Captain America, Captain Marvel, Black Widow und so weiter, auf dem Weg zu Thanos sind, um eben den ersten Kampf gegen ihn zu bestreiten. Dieser wird übrigens dann auch wohl auf den Planeten sein, auf den Thanos sich niedergesetzt hat und indem er jetzt eben den Farmer Thanos raushängen lässt. Den Planeten können wir übrigens auch in dem Hologramm erkennen, auf das eben Black Widow, also Captain America, schauen. Die Flora des ganzen Planeten erkennt man einfach sofort und übrigens, wie ich es ja in den anderen Analysen ja schon mal vermutet hatte, in der Szene, wo Thor eben irgendwo herabblickt, die scheint dann auch wirklich in der Zeit zu sein, in dem sie zum allerersten Mal bei Thanos ankommen. Die Belichtung des Planeten ist einfach unverkennbar, womit dies dann auch bestätigt sein sollte, weil Thor einfach Teil des ersten Teams ist, was gegen Thanos kämpfen wird. Eine Frage habe ich jedoch zu dem Team und zwar, wie kommen sie eben zu der Benatar und weshalb kann man da nicht Iron Man bzw. Nebula noch mit dabei sehen? Denn wir wissen ja, die beiden stecken ja in der Benatar und kommen mit der Benatar dann an irgendeinem Punkt des Films wieder auf der Erde an. So, entweder hat dies etwas damit zu tun, dass es wieder einer dieser Fake-Szenen ist, die in diesen Trailer reingeschmuggelt wurden. Vor kurzem wurde ja eben auch bekannt gegeben, dass die Szene zwischen Tony Stark als auch Captain America, wo sie sich die Hand geben, womöglich auch Fake sein könnte. Dies hat nämlich Jared Russo in einem Interview vor kurzem gesagt. Ob dies wirklich nur ein Witz war oder nicht, das bleibt eben noch offen, bis wir den Film gesehen haben. Und so könnte es auch eben mit dieser Szene zusammenhängen, wo alle in dieser Benatar stecken. Kommen wir aber auch wieder zurück zu dem ersten Kampf und wie das Ganze abverlaufen wird. Meiner Vermutung nach wird es ja auch wirklich so sein, dass sie gegen Thanos kämpfen werden und sogar siegreich sein werden. Nicht unbedingt, weil sie jetzt stärker als Thanos sind, sondern eben, weil eben noch offen bleibt, weshalb er die Infinity-Steine wieder benutzt hat. Denn Thanos hat sein Ziel erfüllt, Thanos hat sich so gesehen zur Ruhe gesetzt, weshalb sollte er jetzt auf dem Planeten, wo er einfach nur noch seine Ruhe haben möchte, nochmal die Infinity-Steine benutzen. Eine Möglichkeit dafür könnte ja eigentlich sein, dass er die Infinity-Steine zerstört hat, beziehungsweise mit der Kraft der Infinity-Steine dafür gesorgt hat, dass sie halt eben nicht mehr existieren und man nicht mehr die Möglichkeit hat, an sie ranzukommen. So würden unsere Helden zwar endlich gegen Thanos gewinnen und ihn töten, aber verfallen dann in eine ewige Depression, weil sie es trotzdem nicht mehr geschafft haben, den Rest des Universums zurückzubringen, weil sie eben nicht mehr über die Infinity-Steine verfügen und sie in ihrem Universum eben nicht mehr existieren. Da Thanos schon mal vorgesorgt hat, sie zerstört hat, damit keiner seinen Plan widerrufen kann. Das ist ja auch der ganze Plan, beziehungsweise der ganze Hoffnungsschimmer von Avengers Endgame, die Taten von Thanos rückgängig zu machen. Dies würde dann eben auch erklären, weshalb wir nochmal einen großen Timeskip haben, weshalb die Haare von Natascha Romanoff so lang geworden sind, weshalb sie alle sehr, sehr traurig aussehen, weil sie eben es nicht geschafft haben und es keine wirkliche Lösung mehr gibt, den Rest zu retten. Dann tritt eben Ant-Man nach ein paar Monaten auf. Tony und Nebula sind wahrscheinlich dann auch nach ein paar Monaten wieder zurückgekehrt oder vielleicht sogar schon früher und finden eben mit der Quantum-Technologie von Ant-Man eine neue Möglichkeit, das Ganze Rückgänge zu machen, reisen dann zurück in die Zeit, um nochmal gegen Thanos anzutreten, bevor er die Infinity-Steine zerstört hat und ihn rechtzeitig aufzuhalten, bevor er das halbe Universum vernichtet, was dann eben diese letzte Szene von dem Special Look erklären könnte, in dem Thanos, Tony, Captain America als auch Thor gegenübersteht und in der auch endlich Bruce Banner auftauchen würde, den wir ja alle sehnsüchtig schon seit Infinity War vermissen, da wir den halt jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen haben, beziehungsweise es endlich mal Zeit
erzählt wird, dass Professor Hulk sein Debüt feiern kann. Was es aber noch Interessantes zu sagen gäbe zu dieser Szene, die wir jetzt endlich bekommen haben, zu Avengers Endgame, wäre einfach, dass das die allererste Szene war, die Brie Larson für Captain Marvel geschossen hat. Also Captain Marvel hat nicht sofort Captain Marvel selbst gedreht, sondern erst diese Szenen für Avengers Endgame und danach kam erst Captain Marvel, ihr eigener Film. Sonst wäre das eigentlich alles auch das Hauptsächliche bzw. das Wichtigste, was ich zu dieser Szene zu sagen hätte. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer natürlich gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr Video einen Daumen nach oben da lassen würdet, als auch natürlich ein Abo. Ein Abo würde sich natürlich auch wirklich sehr lohnen, da jetzt die Tage auch noch mehrere Videos hochkommen werden, speziell zu spezifischen Charakteren, die es am wichtigsten sind in Avengers Endgame. Da werde ich nochmal kurz ihre Rolle in diesem Film ein bisschen genauer erläutern und was am Ende von Endgame mit ihnen passieren könnte. Des Weiteren könnten diese Woche noch wirklich sehr große News kommen zu Avengers Endgame, weshalb ihr definitiv auch die Glocke auf diesem Kanal aktivieren solltet, denn jetzt ist gerade bei Jimmy Kimmel, einer Late-Night-Show in Amerika, die wirklich sehr beliebt ist. Ich selbst schaue sie auch gerne. Die Avengers Endgame Week, in der eine Woche lang Avengers Endgame das Hauptthema sein wird, weshalb wir dort auch erwarten können, dass vielleicht etwas Neues dort gezeigt wird, beziehungsweise uns die Darsteller des Films neue Infos zum Film geben werden. Hier habt ihr noch meine letzten Videos, schaut die doch gerne an, wie zum Beispiel eine Analyse zu dem Special Look Trailer, der wirklich grandios war. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur noch einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf und ich würde da mal sagen.